Hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Pause ist zu Ende, weiter geht's. Nachdem wir im zweiten, schon zum zweiten Mal da die Blitzattacke hatten. Und ich würde sagen, springen müssen wir da oben. Immer springen, nicht ausweichen. Da haben wir eher einen Vorteil. Na, Vorteil kannst du sagen, weil es für mich einfacher, als wenn ich da den Ausweichschritt mache. Weil da kriege ich nicht so hin. In der Hektik, sag mal. Ne? Und immer schön, wenn wir auf dem Boden wieder aufkommen, den Angriff machen. Okay, Mikrofon aus und dann geht's los. Wie geht? Kämpft, Shinobi. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen. Des göttlichen Erben. Thank you.
Beeindruckend, Shinobi des göttlichen Erben. Du hast mehr verdient. Würdest du einem anderen Herrn folgen? Heresie. Heresie, sagst du? Um Ashina zu erhalten, würde ich jede... ...Form heretischer Macht in meine Gewalt bringen. Dafür ertrage ich alles. Nimm dich in Acht vor dem Blitz von Tomoe. Das war mal nix, ein Satz mit X. Aber wir kommen schon besser durch, ne? Mit den zwei Punkten. Ja, na gut. Wenn das so weitergeht, bin ich ja ganz beruhigt. In Anführungszeichen. Schöner wäre es natürlich, wenn wir diesen Schattensturm bei dem Blitz vielleicht auch hätten. Ob wir da noch ein paar Punkte, vielleicht muss ich zwischendurch zwischen Ichimonji und den Schattensturm umherschalten. Öfters, also dafür zum Anfang bis zur Hälfte, wir können ja, wir haben 16 Geistersymbole, das heißt wir können 8-mal das Ganze benutzen, den Schattensturm. Also sprich 4-mal Schattensturm machen und den Rest mit dem Ichimonji vielleicht. Mal sehen. Ob ich das mache, nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, genießt das Wetter. Ciao, ciao, euer Terra. Tschüss.